Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie das Vorsignal anlegen sowie das Vorsignal an einen Hauptformsignal verknüpfen. Das Vorsignal wird ganz normal wie ein Hauptformsignal angelegt, das heißt, der Decoder ist multiprotokollfähig. Einmal Merkle Motorola bis zu 320 Adressen und einmal DCC bis zu 2040 Adressen. Das Signal selber kann natürlich auch das MFX-Anmeldeprotokoll. Dazu benötigen Sie eine Zentrale, die dieses Protokoll auch auslesen kann, wie zum Beispiel unsere CentWiz Station 3. Im Lieferumfang enthalten ist einmal die C-Gleis-Halteplatte sowie die Halterungen für den Unterflurmontage. Zusätzlich haben wir noch einen Zurüstbeutel, wo wir die Stromkabel für den Bahnstrom und weitere Zurüstteile für das gesamte Signal haben. Das Vorsignal kann natürlich auch mit anderen Zentralen gesteuert werden, zum Beispiel unsere Mobile Station 2 oder unsere Control Unit. Hierzu geben Sie die gleiche Adresse hier unten am Codierschalter ein wie Ihr Hauptsignal. Das hat den folgenden Grund, und zwar das Vorsignal soll das Hauptsignal ja ankündigen, und zwar, wenn das Hauptsignal auf Fahrt steht, soll natürlich auch das Schaltbild auf Fahrt stehen beim Vorsignal. Nun kommen wir zum Anschluss. Wir können jetzt das braunrote Kabel für den Bahnstrom an das Signal anschließen, und zwar hier unten, von Ihnen gesehen, an der linken Seite. Jetzt kommen wir zum Anlegen des Vorsignals. Hierzu gehen wir in die CentWiz Station und natürlich aus dem Stopp-Modus und dann auf Bearbeiten und MFX-Artikel suchen. Jetzt können wir einfach eine neue Adresse bekommen, auswählen. So meldet sich das Vorsignal mit einer neuen Adresse an der Zentrale an. Das Signal hat sich jetzt angemeldet, und zwar, jetzt können wir auch gleich schalten. Wir sehen, die Anmeldung ist erfolgt. Jetzt wollen wir aber natürlich das Signal auch verknüpfen mit unserem Hauptformsignal. Und zwar dazu gehen wir auf Bearbeiten und auf Artikelliste bearbeiten. Wir wählen das Formsignal aus, das Vorsignal hier, und hier unten können wir das Hauptsignal einstellen. Das heißt, wir gehen einfach hier oben drauf. Wir sehen hier Hauptsignal 2, das ist passend zu meinem zweiflügeligen Signal. Das heißt, das wählen wir aus und mit OK bestätigen. Wenn wir dann auf das Vorsignal gehen, dann können wir beide Signale jetzt auch schalten. Wenn ich jetzt auf das Vorsignal gehe und da schalte, zum Beispiel auf Grün, dann schalten beide Signale mit. Das gleiche geht natürlich auch auf Langsamfahrt oder wenn ich über das Hauptsignal schalte, wo ich natürlich eigentlich auch alles mitschalte. Nun ist das Vorsignal fertig verbunden mit dem Hauptsignal und im nächsten Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Halteabschnitt mit dem Hauptsignal einrichten.